Mist. So, das ist noch ein bisschen weiter hinten, glaube ich. Dadurch geht das nicht. So. Ich muss genau gucken, wo wir da hinspringen, sonst kriege ich das nämlich gar nicht hin. Okay, der springt noch nach oben. So. So. So springt er nach oben. Also hier oben irgendwie noch. Dann irgendwie. So. Dann irgendwie. Nee, so nicht. Nehmen wir halt erstmal den. So. Und nun, wenn ich den Hebel drücke, kann ich unten durch. Das ist ja schon mal ein Anfang. Brain abfuck gerade ein bisschen, aber okay. Dann nehme ich das TNT, was auf dieser Plattform ist, und schieb's in den Transporter. Wollt ihr mich... Jetzt seid ihr... ein Teleporter, meine ich. Heute seid ihr ein bisschen crazy drauf. Ja. Und ich hab's schon wieder verkackt. Okay. Mist. Warum geht das nicht? Will das Ding mich veräppeln? Oh. Nochmal. Ich guck gleich nochmal genau, wie er, glaube ich, das macht. Ist echt besser mit dem TNT. Weil... Oh, ich wollte das nicht... Ich wollte Pause drücken.
So, jetzt nochmal. Wohin schiebt da dieses verdammte TNT? Und wie? Okay, das macht der Zug des Ganzen. Schon wieder neu gestartet. Ey, die Konzentration ist echt weg. Gerade. Hashtag unprofessionell. Doch ganz einfach, wenn das Ding zurückkommt wieder, dann schiebe ich das da rein und dann guck, warte ich. Drücke ich nicht irgendeinen Knopf oder so? So. Muss ich ja gar nicht. Ich brauche einfach bloß hier hingehen. Dann holt er sich drüben die Äpfel. So einfach ist das. So, fertig. So, und dann. Dann springt er in den Teleporter, holt sich das TNT. Und schiebt es wahrscheinlich auf die Plattform, auf die obere. Ich gehe davon aus, wenn es drüben ist, dann beim Brauen, dann drückt er ab. Ja. Okay. Dann machen wir das mal. Okay. Fail. Nein! Okay, jetzt muss ich das noch retten. Oh gut, das kriegt man gerettet. Abdrücken, wenn er drüben ist. Gut. Boah. Dann fahren wir, glaube ich, komplett rüber. Achso, dann kann man ja den Schlüssel da oben nehmen. Sehe ich gerade. Den nehmen und die Äpfel. Oh. Dass sich die Leute das überhaupt noch angucken, ey. Ich wäre hier schon leicht verzweifelt wieder ins Bett gegangen. So. Jetzt gehe ich erstmal durch die Tür und bring mich um hier. Tschüss. Boah. Vier, sechs. Da brauchen wir eh einen Schlüssel. Da brauche ich keine Lösung. Ein Vogel im Weltraum. Out of space and time. Okay, das wird eine Aktion für sich. Mit dem Vogel jetzt.
Ey. Ich hätte die Kugel durchlassen sollen noch. Mist. Mist. Ey, das ist schwierig, weil wenn ich da oben drauf bin, kann ich nicht ausweichen. Ei. Mist. Soll ich das machen? Ey. Boah. Wow. Wie das mal super klappt. Ich will den Vogel aber auch erwischen. Auf alle Fälle gibt es hier keine Äpfel. Und das Schweinchen hat nur noch 3 Leben. Ich habe die Kugel wieder vergessen. Eigentlich könnte man das mit den Schweinchen sogar noch schaffen. No. Ey, ich komme da nicht hin. Wie hat er das denn gemacht, ey? 4 Squitchy 4 4 6. Jetzt bin ich mit der Kugel natürlich zusammengestoßen, ist mir klar. Er rennt rüber. Wie weicht er denn den Vogel bitte aus? Ach so, dann muss er sich dazwischen quetschen. Das geht anders nicht. Na gut.
Wobei hier hinten ist ja auch so viel Platz. Normalerweise müsste es hier hinten gehen. Ist aber schwierig, dieses Timing jetzt zu treffen. Und das kann sich natürlich hinziehen. Ziemlich hinziehen. Bis ich den da dreimal getötet habe. Boah, jetzt triff doch mal diesen Vogel. Man merkt, ich will das mit aller Macht gerade, aber irgendwie klappt das nicht. Möge die Macht nicht mit mir sein. Ah, naja, immerhin einmal. Jetzt bin ich wieder gestorben. Also bis zum Schluss durchrennen komme ich, kann ich. Das kriege ich ganz gut hin. Aber den Vogel dann zu treffen mit seinem Helm, wo die Stacheln noch rausgucken. Mal gucken die da überhaupt noch raus, ey. Das ist gefährlich. Da könnten sich doch die Marsmännchen was brechen. Vor allem, warum kann eigentlich das Schwein hier so atmen? You Jelly? Boah. Da zittert ja mein Finger. Messer. Aber hier sieht man, wenn ich Rage quitte, dann wäre ich noch nicht. Also, wenn ich vorhin beim Schneemann schon so gerage quittet hätte, dann wäre ich jetzt nicht so weit. Deshalb, man muss bei solchen Dingen einfach immer ruhig sein. In der Ruhe liegt die Kraft. Just do it. Make your dreams come true.
Let be your dreams be dreams. Keine Ahnung, mein Englisch ist not so very good. And this is a Kackvogel. Boah. Ich spring genau auf den Helm, wenn er da fertig ist. Also ich sollte da nicht so dicht an der Seite denn sein und drauf springen. Nee. Ja. Klar. Mist. Boah. Shitty Birdie. Hui. Okay, gute Nacht, Max. Komm gut in die Kiste. Man sieht sich und allen anderen natürlich. Wir sind ja noch da. Oh. Ja. Wenn wir hier noch über eine Stunde Spaß haben, hoffentlich. Wenn ich nicht direkt auf diesen Vogel springe. Wow. So, einmal noch. Just do it!
Okay. Das war so ein Spruch, der hat, glaube ich, in der Hinsicht jetzt mal nicht gepasst. Let be dreams, dreams. Oh, das sind die Spitzen, ey. Das muss man irgendwie timen können und das ist schwierig. Hey! Ich will halt dieses Spiel aus meinem Stream-Sortiment entfernen. Und dementsprechend auch Let's Play-Sortiment auf YouTube. Und das geht nur, wenn ich das hier jetzt noch schaffe. Ich weiß, danach muss ich noch durch die Laserstrahlen und alles, aber ganz ehrlich. Ich glaube, das ist das geringste Problem. Geht doch, mein Gott. Moment. Mit dem Vogel? Okay, das habe ich ja verstanden. Ach, einfach rüberspringen, willst du damit sagen? Klar, einfach rüberspringen. Auch am Trampolin einfach überall vorbei oder was? Was danach noch kommt. Und dann kommt da hinten wahrscheinlich noch und doch mehr. Ihr würdet es kaum glauben, aber dann, danach wird es noch ein bisschen härter. Das war noch nicht der Terror hier. Danach kommt sozusagen noch mehr Terror. Ey. Es könnte aber auch sein, dass ich gleich einfach aufgebe und euch schon rüber schicke zu Ron. Ich hoffe, da seid ihr mir dann auch nicht böse, wenn ich dann sag, okay, ich bin weit gekommen. Ich höre dann einfach schon mal auf. Weil irgendwann geht es hier so ein bisschen
an die Substanz mit diesen Schweinchen. Aber erstmal machen wir noch. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Manchmal hat man dann halt so Momente, da ist es so true, aber in diesem Fall ist es nicht so true. Amina. Ey, wie soll ich da rüberkommen? So dass es passt. Das weiß ich auch noch nicht. Okay, der Vogel, der geht ja langsam. Also ich glaube, das kriege ich langsam hin. So, jetzt muss ich gucken. Mal was. Und zwar, wie ist er da durchgesprungen? Der ist gesprungen, also erstmal durch diese drei Laser ist er eh einfach so durchgerannt. Ja, da war das Ding noch rot, da ist er gesprungen. Ein Versuch noch.
Weil wenn es nicht geht, wenn man wirklich eine Weile so an einem Level hängt und merkt, okay, es klappt heute nicht, dann sollte ich das das nächste Mal probieren. Das nächste Mal wird irgendwann im November noch sein. Ich denke mal, wenn ich wiederkomme, dann irgendwie an dem Tag gleich. Dann können wir das Ganze mal zu Ende ziehen hier, zu Ende durchziehen. Weil ist so. Wow, dafür, dass ich gesagt habe, letzter Versuch, hat es ja ganz gut geklappt. Aber dafür das nicht. Okay.